Wir sind im Monster Truck und fahren Truck. Hab ich mal gehört. Hä, kennst du den Spruch nicht, oder was? Das ist der Monster Truck und ich hab Monster-Kack in meiner... Genau. Lars hat einen Monster-Kack in seiner Hose und deswegen haben wir eine neue Folge gestartet, damit die Sache hier ins Rollen kommt. Alter, du bist ja richtig detektivmäßig angezogen. Ja, na klar. Es gibt eine weitere Detektivaufgabe, die wir selbstverständlich wieder zu lösen haben. Da sind wir immer noch nicht weitergekommen, deswegen machen wir das jetzt einfach weiter und hören zu, was der Detektiv zu uns sagt. Er sagt, hey Detektiv, ein Anruf ist von der Wobbly Farm angekommen. Irgendwas komisches ist zu den Kühen zugestoßen. Fahr da am besten hin und schau mal hin, was da passiert ist. Und schau auf dieses Board, um noch mehr Details zu bekommen. Die Farm, wissen wir ja, wo die ist. Und da gibt es einen Farmer und der hat irgendwie so einen pinken Fleck da unten rechts. Okay. Am besten löst du diesen Fall, Detektiv. Und du wirst auf jeden Fall eine Beförderung bekommen. Okay. Bist du bereit, Lars? Eine Beförderung zu bekommen! Du hast ja immer noch deinen Space-Anzug an, Alter. Das ist halt der Beste. Der beste Space-Anzug. Das ist der besteste Anzug. Oh ja. Du hast die dicke du hast den richtigen Riecher für jeden Fall. Den Riecher, ja, normal. Normaler Riecher für den normalen Typen. Fahr mal eine Kuh um. Nee, was? Aber den Kühen geht's doch schlecht. Wir sollten die Kühe nicht umfahren. Ey, da ist der Farmer. Lass! Psch. Da ist der Farmer. Das ist der Jenkins, Mann. Das ist der Jenkins. So, pass auf. Laut dem Board von diesem Detektiv, wo wir gerade dran waren. Geh da nicht hin, Mann. Wir können hier um die Ecke sein. Schau mal, da ist dieser Typ. Aha. Den müssen wir befragen eigentlich. Und irgendwo sollte hier auch ein pinker Fleck sein. Bleib cool, okay? Bleib cool, Lars. Ich bin cool, guck. Okay. Hey! Ich red mal mit ihm. Hey, Farmer. Oh, es gibt immer Arbeit auf der Farm. Hä? Der redet nicht mal mit einem. Es gibt immer Arbeit auf der Farm. Auf der Farm. Hä? Was haben wir hier drinne? Lass uns mal hier ein bisschen umschauen. In der Farm selber ist irgendwie nichts. Hier ist nur diese Kartoffelkanone. Aber hier ist dieses Ding. Bam! Hui! Hä? Wo ist dieser Fleck? Das ist jetzt die andere Farm? Irgendwo hier muss der Fleck sein. Gehst du nochmal zum Detektiv zurück? Ja, weil ich muss nochmal kurz auf die Karte schauen. Warte, nimm mich mit, nicht, dass ich das... Nee, bleib mal da und ich sag dir, ob du das vielleicht finden kannst. Also, dann bist du gleich vor Ort. Du bist der Reporter. Du musst mir Funk durchgeben. Ich geb dir per Funk durch. Okay, pst. Hallo, Lars, können Sie mich hören? Roman, ich kann dich laut und deutlich hören. Ich bin 3000 Kilometer von dir entfernt. Kannst du mich hören? Wo bist du? Bist du in Dubai? Nein. Nein, bin ich nicht. Bist du wieder in Dubai, Roman? Also, es ist auf jeden Fall... Lars, kannst du mich hören? Alter, Lars. Okay, ich kann dich hören. Du musst bei dir auf jeden Fall zu der Farm gehen, wo wir als erstes waren. Ganz die erste Farm. Ne? Du musst over sagen. Over. Okay, ich hab dich verstanden. Over. Okay. Und dann gehst du da hin... Und ja, da over. Muss irgendwo dieser Fleck sein. Der pinke Fleck. Okay. Ich schau mich um, over. Irgendwo da, auf jeden Fall irgendwo da. Und es ist auf der roten Wand, der pinke Fleck. Und da ist auch der Farmer. So mehr Infos gibt's einfach nicht. Die müssen irgendwo da sein. Ich find nix, over. Pass auf. Ich hole einen Helikopter, over. Bist du immer noch am Suchen? Ich bin am Suchen, aber ich find nix, over. Over? Over. Okay. Ich rede einfach die ganze Zeit über Funk. Ich rede auch über Funk. Nee, Mann, hier ist nichts. Over. Over. Warte. Ich glaube, ich find's gleich. Alter, Lars, da! Oh mein Gott, was? Hä, bei mir war... Oh, Lars, ich weiß, ich kenne den Fehler. Oh mein Gott, das sieht so witzig aus. Komm mal mit, Lars. Wir haben vergessen, eine Sache zu machen. Wir haben vergessen, das Brett zu lesen. Komm her. Ich flieg dich kurz zur Polizei. So, jetzt dürft's aber gehen. Jetzt dürft mir. Weil wir haben gerade den Fleck einfach nur nicht gesehen. Das war der Fehler. Deswegen mussten wir nochmal kurz das Board andrücken. Jetzt dürften wir aber dementsprechend die Problematik erkennen. Einfach so zwei Helikopter, die gemeinsam fliegen. Die richtige Broskis. Juhu. Oh, Lars, ich habe da was gesichtet. Da unten ist was. Ich oh sehe nein, etwas. Sektor over. B. Lars, eine Kuh ist mit Klebstoff an der Wand dran gehängt. Oh oh. Jetzt verstehe ich das auch. Over. Over. Achtung, over. Komm, rein, komm, im Wasser? Mayday, Mayday. Boah, bin ich weit geflogen. Ja, du bist beim Tierarzt dort hinten, gell? Oh nein, was ist denn nur mit dieser Kuh passiert? Die Arme. Warte auf mich, over. Die arme Kuh ist einfach festgeklebt an der Wand. Oh nein. Ey, guck mal, das Auto hier ist neu. Welches Auto ist neu, Mann? Hast du ein Dreirad? Ah ja, das ist wirklich neu reingepatcht worden. Das ist eins der neueren Autos, stimmt.
Na, du kannst damit gar nicht fahren, das kippt direkt um. Das ist ein Tuk-Tuk einfach. Oh Gott. Ja. Fragen wir mal den Farmer, was hier passiert ist. Hallo Farmer, wie geht's dir? Ach, ich bin ganz schön glücklich, euch zu sehen, Detektive. Ich habe das komischste Problem hier mit dieser Kuh. Ich konnte Butterkuchen, so heißt die Kuh, auf dem Feld nicht finden. Also bin ich einfach nach ihr zur Suche gegangen. Und auf einmal war sie dann hier an diesem pinken Zeugtief festgehangen. Und sie ist da irgendwie an der Seite hängen geblieben mit diesem pinken Zeug. Das ist ganz schön komisch. Auf jeden Fall brauche ich eure Hilfe, um sie runterzubekommen. Ich habe hier auf jeden Fall ganz starkes Reinigungsmittel da unten in meiner Küche. Es hat mir geholfen, nachdem Louis mich besucht hat. Das könnte vielleicht den Trick tun und so könnten wir vielleicht die Kuh herunterbekommen. Okay. Ist euer komisch. Ja, genau. Schmeckt irgendwie komisch. Ja, das mit dem Essen scheint nicht so ganz zu funktionieren, aber das Reinigungsmittel, das könnte uns helfen, ne? Wir müssen uns beeilen, bevor es dunkel wird. Louis, wir müssen in die Küche auf jeden Fall. Hier links ist die Küche. So. Hier hat er irgendwo Reinigungsmittel. Was ist denn hier passiert? Oh nein. Da wurde eigentlich. Da, guck mal, Reinigungsmittel. Hier, das hier. Ist es das? Ich nehm's mal einfach. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Nö, ne? Okay. Irgendwie nicht. Oder? Was ist das? Kann man das benutzen? Kommst du mit? Ja, ja, ich komme. Ha. Okay, warte mal, wir sprechen. Ich glaube schon, dass es eigentlich dieses Ding hier sein muss, so. Das ergibt so Sinn, weißt du? Oder wir nehmen einfach beides vielleicht. Ja, genau. Versuch das mal da hinzumachen irgendwie. Oh! Oh, lol, es hat geklappt. Hey, ihr habt das Reinigungsmittel gefunden. Aha, lass uns guck, probieren, wir mussten die Kuh runterzubekommen. Oh, jetzt ist es eingeseift. Okay, ah, nice, Mann. Oh, kein Problem. Es scheint nicht ganz zu funktionieren. Oh, ihr solltet das am besten mit Wasser mischen. Damit jetzt können wir das Wasserding da benutzen. Okay. Bist du bereit, Lars? 3, 2, 1, hol die Kuh vom Eis. Woo! Hol die Kuh vom Eis. Schau sie dir an, die gute Buttercup. Der kleine Butterkuchen läuft wieder los. Boah, das aber hat man tatsächlich weiß immer noch nicht, geholfen. Was das war, ne? Man weiß echt nicht, wer das war. Vielleicht war das ein Alien. Danke, Detektive. Eigentlich haben wir gerade gar keine Detektivarbeit gemacht, sondern wir haben gerade einfach so Kuh... Einfach nur Reinigungsarbeit. Ja, Reinigungsarbeit gemacht. Detektive, mir wurde gerade tatsächlich ein weiterer Fall mit einer mysteriösen Substanz gemeldet. Dieses Mal war es am Theme Park. Oh nein. Geht so schnell. Fliegen wir Helikopter? Oh ja, wir müssen schnell mit dem Helikopter fliegen, Mann. Wir müssen zu einem Theme Park gehen, Mann. Uiuiui. Du fliegst. Okay. Alles klar. Das heißt also, es gibt hier doch noch jemanden, der mit diesem Wackelpudding die ganze Zeit experimentiert. Aber ist das wirklich Wackelpudding oder ist es vielleicht eine Todesschleim? Oh nein. Guck mal, da unten ist auch irgendwas Pinkes. Siehst du das? Stimmt, Mann. Aber das ist, glaube ich, so ein Kristall, oder? Wir müssen auf jeden Fall so schnell wie möglich jetzt zum Freizeitpark. Die Sache sieht gar nicht gut aus, Detective Lars. Ich glaube, wir sind da einer großen Sache auf der Spur. Oh, schau dir das an! Alles voll! Das kann's doch nicht sein, Lars. Widerlich! Wer hat das denn nur hier gemacht? Aussteigen. Oh nein, guck mal. Oh nein, schau dir das Mädchen da an. Die ist aber voll mit diesem ganzen Zeug. Mit diesem Glibberzeug. Oh nein, wer hat die denn hier aber so voll geglibbert? Oh Mann, was für ein Debakel. Es ist einfach überall. Ich wollte gerade meine Handtasche suchen und dann ist es aufgetaucht und hat einfach alles mit Jelly, also mit so Wackelpudding vollgehauen. Und ich weiß immer noch nicht, wo meine Handtasche ist. Könnt ihr vielleicht meine Handtasche für mich finden? Oh, er hat hier alles so dreckig gemacht. Okay. Was ist denn da? Da leuchtet ja was. Oh, interagieren. Ey, das ist. Hier sind so Fußspuren, siehst du die? Ah, okay. Vielleicht sollten wir den folgen. Okay. Wer hat denn solch ein Schuhwerk? Meine Güte, das ist aber schon derbe Schuhe, hä? Das sind schon hässliche Schuhe. Warum hört es dir auf? Dach da, hier geht's. Entschuldigung, hier geht's weiter. Ah, stimmt, da geht's echt weiter. So. Und dann geht's hier weiter. Oh, der ist. Ey, was? Kommt, der ist da reingegangen. Kann man da reingehen? Der ist hochgeklettert oder so. Hochgeklettert? Oh, tatsächlich. Hä? Warte. Geht's da oben weiter, Mann? Ja, hier oben geht's weiter. Oh. Da sind die Fuß... Ich weiß nicht, ob da irgendwas in der Ecke liegt. Ich kann auch das Trampolin benutzen. Ey, hier ist was. Chill. Ich bin gleich da. Oh mein Gott, Roman. Hey. Das musst du dir ansehen. Ich schaff's nicht, Mann. Warte, ich zieh dich hoch. Kannst du dich hochziehen? Pack mich am Kopf, genau. Du schaffst es nicht loslassen. Oh.
Nice, Mann. Oh, lass Gut. mich, der Beste. Danke, Mann. Detektivarbeit. Oh, yeah. Oh, da ist sie ja. Das ist die Tasche, oder? So. Ich glaube, ja. Das dürfte sie sein, ja doch. Krass, sie ist Mann. Auch voll mit Schleim. What the fishery do? Wer war das, Mann? Wir müssen der armen Frau die Tasche zurückbringen. Komm, lass sie zusammen zurückbringen. So. Gib mir die Hand. Jawohl. Okay. Nice. Zack. Ah, ihr habt sie gefunden. Uah, sie ist voll mit Wackelpudding. Naja, danke, denke ich mal. Okay. Aber wer? Was heißt dir danke, denke ich mal, Mann? Das die ist sollte, Detektiv. Die sollte uns mal 1000 Euro geben. Oh. Was? Es gibt wieder irgendeinen einen bestätigten Status über eine Wackelpudding-Eskapade. Oben auf der, was? Auf der Spitze vom Wolkenkratzer in der Stadt. Hol dir schnell den Polizeihelikopter und geh und hol ihn schnell. What? What, what? Geh und hol dir den Polizeihelikopter, geh und hol ihn schnell. Geh und hol ihn okay, schnell. Oh yeah, okay, okay, okay. So, holen wir uns mal wahrscheinlich jetzt an der Spitze von einem Wolkenkratzer denjenigen, der dafür verantwortlich ist. Das wird spannend, glaube ich. Wo müssen wir hier genau hin? Wir sind doch am Wolkenkratzer, oder? Da! Hey, Lars! Siehst du es? Ja, Sir. Da, das ganze Wackelpudding-Zeug. Oh ja, oh. Was, ey? Es ist der Superschurke, Jellyman. Oh mein Gott, ich hab's gewusst. Heißt der wirklich Jellyman? Das war wirklich... Ey, helfen wir mal dem das Typ war der hier, Jellyman, oder? Mann. Uiuiui, der Jellyman, der geht very ham. Wie geht's denn so? Na, alles gut? Na, was ist los mit dir, Bandit? Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich war gerade auf dem Weg ins TV-Studio, um eine kriminelle Rolle zu spielen. Ach so, er ist gar kein Krimineller. Und dann hat dieser eine Typ gesagt, er wird mich sofort aufhalten. Oh, und dann hat er mich mit diesem ganzen Wackelpudding hier einfach eingekleistert und mich hier hochgebracht. Danke, dass ihr ihn weggescheucht habt. Jetzt muss ich mich irgendwie von diesem Wackelpudding noch befreien. Oh, okay. Wie können wir den denn befreien, Mann? Ah! Wow, Alter, war das knapp. Okay, sag mal. Ja, der bleibt jetzt einfach so rumhängen, oder? Okay, wir müssen jetzt schnell wieder, wir müssen wieder zurück zum Detektiv. Der Detektiv ruft uns wieder. Oh, okay. Was? Was war das denn, Mann? Lars, die Leute werden ja hier alle... Wie, sag mal, lassen wir den jetzt einfach da so? Ja, ne? Steig ein. Na, Alter, was? Wie nice hast du das denn jetzt gerade gemacht? Respekt, Lars, Respekt. Danke. So, ja, an den ganzen Wolkenkratzern vorbei. Und jetzt zum Detective-Chef. So, jetzt zum Detective-Chef. Boing. So. Lande mal kurz den Heli-Schrotter vor der Tür. Hab ich gemacht. Ey, so. Aber der Detective-Chef möchte nichts von uns. Doch, komisch. Geh mal hin. Ah, doch jetzt. Super Arbeit, Detektive. Okay, unsere Officer haben tatsächlich den Wobbly, der festgehangen ist, tatsächlich abgeholt und befreit. Und alle unsere Einheiten sind tatsächlich auf der höchsten Stufe gestellt, um diesen komischen Jellyman zu bekommen. Es sieht so aus, als ob er versucht, die Gerechtigkeit in seine eigene Hand zu nehmen. Aber wirklich mit sehr unangenehmen Resultaten. Ich denke, ihr bekommt eine Beförderung. Und ich werde euch den Rang Junior-Detektiv geben. Nein! Oh, nicht dein Ernst, meine Güte. Okay, und jetzt könnt ihr tatsächlich... Ihr bekommt übrigens auch das Undercover-Police-Car geschenkt. Dadurch könnt ihr es immer benutzen. Mr. Okay. Und wir bekommen noch ein paar neuere Detektivklamotten. Und es sieht so aus, als ob da jetzt erstmal keine weiteren Aufträge weiter reinkommen. Und nein. Ja, passt auf, dass ihr das Radio eingeschaltet haltet, damit wir Wollen euch wir uns mal kurz können. Das Auto angucken? Yeah! Aber ich glaube, das Police Car ist doch das gleiche wie normaler. Oh, wir haben auch nochmal bessere Detektivklamotten bekommen. Wollen wir die anziehen, Mann? Ja, okay, warte. Hm. Aber wo kann man sich umziehen? Warte auf mich! Fahren wir zu Mama. Hey, Mr. Policeman, I don't wanna trouble. Was für ein Wetter für so ein Polizeiauto. So. Wo ist es denn? Oh, da ist es. Nice, Mann. Hey, das ist genau das Gleiche, Lars. Das ist genau das Gleiche. Aber warte mal, kann man es färben? Ich färb mal um. Check mal, ob man es färben kann, oder? Beep, 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 beep. Hey, oh, kann man, kann man. Mr. Policeman. Au! Fahr mal rein, so. Kann man's färben? Oh, es ist unbeweglich, das Auto. So. Ah ja, doch. Warte, ich will auch. Nice, Mann, das kann man wirklich färben. Dunkles Lila. Ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Wie hast du es gefärbt? Auch in einer krassen Farbe. Aha, lila und pink, Digga. Nicht schlecht, Mann. Alter, wir sehen gar nicht mal so schlecht damit so weit aus. Okay. Ja, Mann. Hat schon so Stil. Vroom, vroom.
Nicht schlecht. Damit wurden wir... Ey, es gibt aber auch noch die neuen Klamotten. Lass mal die noch kurz anziehen. Lass mal kurz die Mama fahren. Junge, du hast mein Auto kaputt gefahren. Sorry, Mann. Wir sind da. Hallo, Mama. Umziehen. Ich bin zurück, Mama. Mutti. Erster auf Kleiderschrank. Schau dir einer rein, Mann. Bam, Alter, bam, nice, Mann. Bam, bam, oh, bam, nice. Boah, die Klamotten sind richtig nice. Siehst du schon? Ja, ja, so Inspector Gadget, Alter. Voll cool. Das ist echt Inspector Gadget, Mann. Oh, die Hose ist voll, die Hosen sind alle cool. Alter, was? Die sehen ja richtig nice aus. Und da, Baby. Was für ein Outfit, Mann. Wir sind jetzt richtige Detektive, Mann. Sogar mit der Glitzerhose. Yeah. Yo, what? Ist das Professora Lasodana? Nice. Was? Die Lasodana. Warte, ich kann auch einfach, diesen hier machen. Oh, Secret. Secret, Secret Service. Oder den hier. Ja, Mann. Das ist einfach, wir haben einfach die Geheim-Oma gefunden. Ja, Mann. Detektiv-Oma. Oh, das sind echt nice Skins. Okay, meine Detektive, das war die heutige Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Passt auf. Hallo, Leute. Und ciao, Leute. Ciao, Leute.